Ja, hier ist der Tobi von Session. Ich bin heute auf der Musikmesse in Frankfurt und aktuell am Schlagwerkstand. Und der Conny wird mir heute ein bisschen die Neuheiten zeigen. Leg mal los. Ja. Also, wir haben dieses Jahr zwei sehr schöne neue Add-ons fürs Cajon entwickelt. Das eine ist der Hexstick One, den man hier an dem Black Ice Cajon sehen kann. Und das andere ist die Cajon Cabasa, die im Grunde genommen wie die normale Cabasa funktioniert, aber natürlich ohne Stiel direkt an das Cajon geklettet wird. Beide Add-ons sind in der üblichen Schlagwerktechnik an jedes andere Cajon, was Klettstreifen besitzt, genauso ranzukletten wie an diese beiden hier. Ich führe die beiden mal vor. Das wäre schön, ja. Okay. Los geht's. Also erstmal vielleicht nochmal kurz für euren Zwischenschnitt. Ne? Man kann dieses Ding problemlos abmachen. Man braucht nur diese beiden Klettstreifen, die sind mitgeliefert. Und genauso einfach kann man sie natürlich auch wieder festmachen. Das war schon mal cool. Jetzt gehen wir mal eins weiter. Auch hier die Cabasa lässt sich problemlos mit einem Handgriff abnehmen und auch wieder dran kletten. Man kann sie natürlich, je nachdem, wo man den Flausch hinklebt, auch ein bisschen höher und ein bisschen tiefer ansetzen, je nachdem, wie es fürs eigene Spielgefühl gut ist. Ich mache sie mir immer so ein Stückchen weiter vor. Aber das ist anscheinend nicht jedermanns Sache. Dann hat man mehr Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und man hat die Möglichkeit, die Cabasa sehr unterschiedlich anzuspielen. Entweder man spielt sie mit einem Finger an oder mit allen Fingern oder in Split-Hand-Technik. Oder halt hier seitlich auch noch drauf. Und dann hat man entweder den kurzen Sound oder halt auch den langen Sound. Letztes Jahr haben wir bereits das agile Cajon rausgebracht und auch das agile Pro. Das ist dieses Cajon, was den Seitenapparat unten quer eingebaut hat und nicht längs wie bei den anderen Cajons. Und dieses Jahr kommt dazu als Besonderheit noch das agile Pro Soft Touch. Bei dem agile Pro Soft Touch ist die Frontplatte im oberen Bereich gelagert mit einer elastischen Rückwandschicht, sodass ich beim Spielen die Schlagplatte in das Cajon drücken kann. Und das hat zur Folge, dass dieser Bereich der Hand, also dieser, der beim Spielen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird, vor allem wenn man etwas lauter spielt, wesentlich weicher auf dem Cajon landet. Weil jedes Mal, wenn man auf das Cajon drückt, drückt sich auch die Frontplatte ein Stückchen weiter rein. Das Cajon klingt ansonsten völlig normal, wie jedes andere auch. Sehr schöne Bespielbarkeit im Eckenbereich. Deutlich mehr als bei den. Die Bespielbarkeit im Eckenbereich im zugeschraubten Zustand ist deutlich höher als bei dem vergleichbaren normalen agile Cajon. Und insgesamt hat man einen sehr schönen runden Basston
den man bei dem normalen agile Cajon auch nicht unbedingt hat. Dafür muss man allerdings auch wissen, dass man dieses Cajon nicht aufschrauben kann. Das bleibt also auf jeden Fall in dieser zugeschraubten Form so, wie es ist. Dasselbe gibt es jetzt auch noch von dem Parallelmodell, das ist das Agile Pro Cappuccino und das klingt dann auch ganz ähnlich. Haben wir das hier auch stehen? Ja. Wahrscheinlich dieses hier? Das, genau. Selbes Prinzip und lediglich etwas andere klangliche Abstimmung, das klingt dann so. Ja, immer noch am Stand vom Schlagwerk. Eine kleine Neuerung gibt es noch. Das zeigt uns der Conny jetzt nochmal. Also diese Neuerung ist diese Fingerzimbel, die ich hier gerade in meinen Händen halte. Und das Besondere an dieser Fingerzimbel ist nicht nur, dass man sie, wie zum Beispiel auch den One-Touch-Shaker und viele andere Sachen, einfach festmachen kann. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Auch wieder mit dem altbewährten Klettband an den Fingerschrauben. Und die Neuerung besteht in dieser wunderschönen Schraube, die hier oben drauf ist. Wenn die offen ist, dann shakt das Ding sehr laut und offen. Wenn man sie weiter zudreht, jetzt muss ich mal kurz den richtigen Moment finden. Dann shakt das Ding nur noch ganz kurz. Und sehr wichtig, wenn man sie noch weiter zudreht, dann ist sie aus. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Feature, weil bei vielen Finger-Add-ons ist ja wirklich das Problem, dass man sie nicht wieder los wird, wenn man sie einmal dran hat. Das heißt, wenn ihr ein Stück habt, wo ihr im Refrain gerne die Celle dabei haben wollt und im Vers dann halt entsprechend nicht, dann müsst ihr sie eigentlich irgendwie loswerden. Das heißt, man muss sie schnell vom Finger rupfen oder man muss alles mit der anderen Hand spielen oder sonst wie. Und hier dreht man einmal in diese Richtung und dann ist sie aus. Na? So, ich zeige euch nochmal kurz, wie das Ding klingt. Ganz offene Position gewesen und jetzt mache ich mal die halboffene Position. Na, noch ein Stückchen drehen. Ja. Das ist zu wenig. So, genau. Und da kann man dann zum Beispiel so Kabasa, Cascada Sachen sehr gut spielen. Dass du hier zum Beispiel. Ja, schön getrommelt. Cooles kleines Teil. Das wird es natürlich auch bei uns geben, so genauso wie die Cajon, auf der gespielt wurde. Die ja, wird bei uns im Laden verfügbar sein oder im Online-Shop. Falls ihr Bock habt, checkt's ab oder bestellt's einfach online. Das war's soweit von Schlagwerk. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis denne.